Servus Leute, heute reden wir mal über Greyzone Warfare, ein Extraction-Shooter, der seit gestern für Content-Creator testbar ist und ja, viel mit Tarkov verglichen wird. Und natürlich habe ich mich mal hinreißen lassen und habe den auch angetestet. Und mein Fazit dazu plus ein bisschen Gameplay habe ich euch in dieses Video gepackt. Viel Spaß! Was halte ich von Greyzone Warfare, war gestern die meistgestellte Frage und nach 6 Stunden Spielen kann ich sagen, das ist ein Spiel mit Potenzial, aber bei Weitem noch nicht ausgereift. Es ist ganz deutlich eine Pre-Alpha, glaube ich, und man merkt an vielen Stellen, da sind noch Platzhalter und so weiter am Start bei den Menüs, beim Loot, also beim Loot lootet man nur im Prinzip Essen und ansonsten eigentlich gar nichts und es ist bloß PvE bis jetzt. Ich habe auch, denke ich mal, bloß die Anfangsphase gespielt, PvP kommt dann später, aber steht nicht so im Fokus, habe ich das Gefühl. Man ist halt am Anfang in einer der 3 Fraktionen und die sind in jeder Ecke der Map. Die Map ist, glaube ich, 64 Quadratkilometer groß, also wirklich groß. Man kann theoretisch durchlaufen, aber man lässt sich da mit dem Heli immer hinfliegen, wo man hin will. Man muss Landezonen entdecken und dann kann man sich immer weiter in die Map vorarbeiten. Und jetzt am Anfang hat man halt immer ja, so ein Dorf vor seiner Base, wo man immer hinfliegt und dann seine Quests erledigt. Die kriegt man von den Tradern in der Basis. Und ja, da läuft eigentlich bloß PvE. Andere Spieler sind auch da, aber die gehören zur eigenen Fraktion. Und wenn man die tötet, ist das ein Teamkill. Es passiert natürlich, insbesondere am Anfang. Aber es sollte nicht passieren und ist auch nicht Sinn der Sache. Nur die anderen 2 Fraktionen sind dann Gegner und die trifft man erst später. Also ich habe noch keinen einzigen PvP-Fight gehabt. Vielleicht kommt es noch, ich werde es nämlich noch weiter testen. Aber am Anfang ist es auf jeden Fall so eine Phase. Man wird herangeführt, denke ich mal, in diesem Dorf und macht die ersten Missionen und spielt da ein bisschen PvE. Und es hat auf jeden Fall viel Potenzial, aber es muss noch sehr viel gemacht werden. Es fühlt sich alles noch recht hakelig an. Das Schießen fühlt sich nicht so natürlich an und die ganzen Menüs und sowas sind noch, ja, einfach Platzhalter, zum Beispiel Ammo nachstecken und sowas. Da fehlen noch viele Animationen hier und da. Ich denke mal, das kommt noch alles. Und zur Performance ist zu sagen, es läuft gut, es hat kaum Ruckler und bei mir ja, ist die Grafikkarte voll ausgelastet, deswegen denke ich, die Grafikkarte ist der limitierende Faktor. Also die Unreal Engine 5 macht hier einen guten Job. Ich habe bei anderen gesehen, die eine 4090 haben, dass die 180 Frames, so 150 bis 180 Frames konstant haben. Also wenn man einen guten Rechner hat, hat man auch sehr gute Performance und ja, man muss sich das mal weiter anschauen. Also am Anfang dieser Aha-Effekt bei dem Spiel bleibt erstmal aus, man kommt da erstmal rein und denkt sich so, was denn das? Und dann, also bei mir war es so, ich habe mich da langsam ja, an die Missionen rangewagt und habe da die eine oder andere Runde gespielt. Und dann gegen Ende hin wurde es tatsächlich besser. Aber so dieser Anfangseffekt, oh, das flasht mich jetzt voll, war nicht da. Also das Game war, habe ich am Anfang gesagt, so ja, war okay. Und dann gegen Ende hin wurde es tatsächlich besser. Und man erkennt dann auch ein bisschen mehr Potenzial, wo das Ganze hinführen soll. Und ich bin mal gespannt, wo es hinführt. Also bis jetzt würde ich sagen, es ist nicht der Tarkov-Killer. Aber wenn da noch einige Zeit an Entwicklung reinfließt, dann kann sich das schon ganz gut entwickeln und das Game seine eigene Nische finden. Aber das muss halt passieren. Und schauen wir mal, ob das wirklich so wird. Also, bis jetzt ist mein Fazit. Das Game ist okay, mit einigem am Potenzial. Und ich bin gespannt, wo es hinführt. Und ich schau mal, wie es dann mit dem PvP aussieht. Das versuche ich auf jeden Fall in dieser Testphase auch nochmal hinzubekommen, dass ich auch noch was zum PvP sagen kann, vielleicht in einem späteren Video. Schauen wir mal. Also, die Anfangsphase. Das war mein Fazit dazu. Und ich habe noch ein bisschen Gameplay für euch. Einfach mal ein Deployment, wo ich eine Quest erledige. Und ja, man sieht ein bisschen VoIP und ein bisschen, ja, fast Roleplay-ähnliches VoIP. Und das ist ganz witzig, da mit seiner Fraktion da ein bisschen zu interagieren. Und ja, wollte ich euch einfach hier noch mit reinpacken als Gameplay. Schaut es euch an. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gameplay. Und wir sehen uns dann wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. Und in dem Sinne, bis denn. Macht's gut und viel Spaß mit dem Gameplay. Nicht mit den anderen zu unterhalten. Aber ja. Es ist PvE. Und das PvE ist nicht mal wirklich gut. So ist es gerade. Es ist grün. Es ist sowas von grün, ja. Aber dass das einen längerfristig fesseln soll, dieses Game, da muss sehr viel passieren. Wirklich viel.
Es gibt PvP, aber man ist halt hier jetzt erstmal nur mit seiner Fraktion unterwegs. Und die eigene Fraktion ist halt hier auf der Karte angezeigt. Und das, die sollte man nicht erschießen, mit denen kann man sich unterhalten. Gegner ist dann wieder was anderes. Keine Ahnung, wann ich zu dem Teil komme, wo die Gegner kommen. Oh Gott, ich hab schon wieder... es ist schon wieder soweit, Leute. Ah, nur Fatigue, okay. Keine Krämpfe, diesmal. Das ist eine gute Frage, Kane. Fangzeuger bis dahin, sag ihr einen Gruß. Ich meine, es ist schon, ne, es ist ganz okay, aber es ist... Man kann ins Wasser, man kann schwimmen. Oder durchwarten zumindest. Ich sag's mal so, ein EFT-Killer ist es definitiv nicht. So, wo ist dieser verdammte Heli? Der muss hier irgendwo sein. Was quatscht hier? Na egal. Der Punkt hier ist aus. So, hier ist Norden. Hier muss irgendwo der Heli abgestürzt sein. Die Frage ist, wie weit weg? Er sucht den hier wetten auch, der mit dem blauen Punkt. Ja, das Spiel kann noch, ist noch nicht veröffentlicht. Content Creator können jetzt eine Woche lang spielen. Ja, mal schauen, Sank. Das glaube ich auch. Ich meine, es wird jetzt nicht ewig so bleiben. Halt, da ist ein Heli. Das PvP kommt schon noch, das stimmt. Ich meine, die Waffe, die ich hier habe, das ist halt... ist halt, denke ich mal, auch nicht die Anfängerwaffe schlechthin. Ne? Das ist die Frage. Try inspecting nearby structures, okay. Yo, dude. Hey, man. Yo. You're doing the heli quest? Yeah, the hello. Yeah, the hello. All right, all right. Do you know where the building is? This one over there? Which one? Which quest? The helicopter quest. I had to find this helicopter here. Bro, we have to find a full-on helicopter, bro. I have been looking everywhere, man. This one here. Take this. Oh, Jesus, it's right here. Nice one. Hi, bro, I've been so far south. nice. Bro, I everywhere. Yeah, now we have to look for a building. Like, this is the helicopter, and then it says you have to look what happened to the crew. As it excels. This wipe is the best there. Okay, yeah, so I think there's a few people in this building. Yeah, there. I think there. Oh, laufen tun sie aber auch schon ein bisschen, ne? Also, der muss aufs Klo hier vor mir. Damn it, bro. Dude, can you sprint? Yeah, yeah. You look a little bit like you have to run for the toilet. You know? here, run after me. Wait. Look at me. Kind of funny. Bro, that is halfway hanging out, bro. So. I think that's it. Yeah, what happened to the rest of the crew? Yeah, there they are. Yeah. Oh, poor guys. Shit, let's go, baby. Yeah, that's it with the quest.
Have you done the, you know, the lost and found one in the lab rat? Wait a second. Wait a second, I check. No, I have that open still. I don't know. Yeah, I don't... Schön gesellig, ja. Er hat sein Kind im Hintergrund auf. That's one, man. Holy shit, I've been looking for that chopper for so long. Yeah, I was looking at the map, I was like, ah, this guy is probably searching it. Have you done Leave No Man Behind? One sec. I don't have it yet. I need the one where I have to mark, like I marked one of the buildings, but the other one, I don't know where to mark. I have to check this now. Which one have you got done? At the lumberyard I need to mark. The lumberyard? Yeah, I think I remember that one. Yo, come on, me. Oh yeah, it's not in the closed room. No. There was a locked room. I thought it's in there. I have the warehouse. Yeah, I've done that already. I have the marker with me. I remember it. Come with me. It'll be good. All right, let's go. Yeah, Acrimineos is happy. Er läuft. Dude, the running is too funny. Ja, das ist PvE ist nicht wirklich, ne? Also, ich glaube, ich war jetzt noch nie in Gefahr zu sterben, um ehrlich zu sein. Er muss dringend kacken, ja? There's a big squad coming up in front of us. Like friendlies. Yeah. Yeah, I'm pretty sure I remember where this one is. Alright, I follow. Also ich muss sagen hier, das Wolken gefällt mir gut, Mal sehen. Oh ja, the Vaulting looks nice. Wait. That's pretty good actually. I think it's in this room just to the left. Yeah, this was locked. Is it this one? No, I remember. No, my bad. This is where I came the first time. Hold on. Ah, okay. It's in this little shack here. Yeah, right here, brother. Ah, there we go. GG's, man. Thanks, dude. No worries. Wanna call a chopper? Yeah. Wait. Bisschen was zu verkaufen. Ah, jetzt habe ich eine neue Landezone. Charlie 3. Ja, hot ist er aus. Ich mag das, also so sich mit einem zusammenzutun und hier ein bisschen durchzuquesten, ist lustig. Das ist eher so RP-mäßig, das ist richtig, ja. Hat schon, also das mit dem Wolpen gibt dem Spiel sehr, sehr viel. Dadurch, dass man halt eine Fraktion hat, auf die man nicht schießen darf. Spiel's mit euch? Keine Ahnung, Zank. Ich sehe mich nicht öfter, also so oft dieses Spiel spielen, um ehrlich zu sein. Also, es ist witzig, aber es ist bei Vibe nicht Tarkov.
Miau. Geil. Hat was. Jetzt ausspielen? Ja, schwierig gerade. Der rennt als ob er kacken muss, ja. Cheers, mate. Cheers, brother. Ja, Englisch bringt einen hier schon weiter. Some nice tofu, let's go. Oh, damn. Dude, that's like it's white. I know, I don't understand. Ooh. Tastes like it looks. I'm examining you. Oh yeah, I've never done that. I always played solo. All right, let's go. Strap in, we're heading out. Can we talk in here? Das geht gleich nicht. Examination? Gargot, okay. Approaching the LZ, 30 seconds. Mal sehen, wie jetzt die Quests werden. Ist schon ganz witzig. Ich brauche gleich mal eine Runde was zu essen. Gefährlich aus. So, mal sehen. Zack. No space. Fuck. And I've been counting down.